Liebe Community, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare und Zuschriften. Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie tief ihr in die faszinierende Welt des inneren Stroms eingetaucht seid. Dank eurer Unterstützung haben wir unseren ersten Meilenstein auf YouTube erreicht. Über 500 Abonnenten. Eure Begeisterung und euer Feedback bedeuten mir unglaublich viel und motivieren mich, weiterhin spannende Inhalte für euch zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit euch weitere Abenteuer in dieser interessanten Welt zu erleben. Ein großes Dankeschön von Herzen an jeden Einzelnen von euch. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, haben sich die Filme seit dem ersten Teil bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Fortschritte sind nicht nur das Ergebnis meiner technischen und kreativen Weiterentwicklung, sondern auch ein Verdienst eurer wertvollen, konstruktiven Anmerkungen. Eure Rückmeldungen haben einen großen Einfluss auf diesen Prozess gehabt. Dafür möchte ich euch herzlich danken. Nun wünsche ich euch viel Freude mit der nächsten Episode. Planet Aquarius. Der Planet Aquarius ist ein faszinierender Ort, geprägt von seiner ausgezeichneten Wasserwelt und den zwei einzigartigen Spezies, die ihn bewohnen, den Aquarianern und den Aquatis. Die Aquarianer sind die robusten Giganten von Aquarius. Mit ihrer beeindruckenden Körpergröße und muskulösen Statur füllen sie die Tiefen der Ozeane mit ihrer Präsenz. Ihre Fähigkeit, ohne Hilfsmittel in große Tiefen zu tauchen, macht sie zu ausgezeichneten Fischern und Entdeckern der Unterwasserwelt. Ihre Haut schimmert in verschiedenen Farbtönen, was ihnen hilft, sich in ihrer aquatischen Umgebung zu tarnen. Bekannt für ihre Stärke und ihren ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft, leben die Aquarianer in komplexen, unter Wasser gebauten Städten und praktizieren eine Kultur der Zusammenarbeit und des Respekts vor der Natur. Im Gegensatz dazu sind die Aquatis die kleinen, aber einfallsreichen Innovatoren von Aquarius. Mit ihrem zierlichen Körperbau sind sie flink und beweglich, was ihnen in der Arbeit mit Werkzeugen und bei kreativen Lösungen für alltägliche Probleme zugutekommt. Ihre Neugier und Erfindungsgabe erinnern an die Herkulaner. Sie sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Unterwasserwelt technologisch nutzbar zu machen. Ihre Haut ist in sanften Blautönen gefärbt, was ihnen hilft, sich zwischen den Pflanzen und Korallen ihrer Heimat zu verstecken. Die Aquatis haben ein Talent für das Erschaffen von Apparaturen und ihre kleinen, kunstvollen Dörfer sind voller mechanischer Wunder und Erfindungen, die das Leben im Wasser erleichtern. Zusammen bilden die Aquarianer und Aquatis eine faszinierende Gesellschaft, in der Stärke und Ingenieurskunst Hand in Hand gehen. Trotz ihrer Unterschiede arbeiten beide Spezies zusammen, um den Reichtum und die Schönheit von Aquarius zu bewahren und zu fördern. Im Laufe der Evolution haben die beiden Spezies, die Aquatis und die Aquarianer, eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt. Sie vereinen ihre Talente und leben in harmonischer Symbiose miteinander und mit ihrer Umwelt. Geprägt von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung haben sie eine Lebensweise geschaffen, die es ihnen ermöglicht, nur die Ressourcen zu nutzen, die sie wirklich benötigen, während sie gleichzeitig der Natur etwas zurückgeben. Ihre Aktivitäten fördern das Gedeihen der Fischbestände und zeigen die tiefe Verbundenheit mit ihrem Lebensraum. Doch vor vielen Äonen war das ganz anders. Die Aquatis und ihre aquatischen Gefährten lebten einst auf einem blauen Planeten, der von einer robusten Landspezies bewohnt war. Im Laufe der Evolution entstand eine neue Spezies, die sich an das Land angepasst hatte. Schnell erkannten die Aquatis und die Aquarianer die Bedrohung, die von dieser neuen Landspezies ausging, da sie sich enorm schnell vermehrte und die Ressourcen des Planeten überbeanspruchen könnte. Eines Tages, als die Aquatis bereits die Geheimnisse der interstellaren Raumfahrt beherrschten, gelang es ihnen, mit Hilfe der Aquarianer massive Raumschiffe zu konstruieren. Ihr Ziel war es, eine neue Heimat zu finden, wo sie ohne drastische Veränderungen am Ökosystem leben könnten. Viele Welten verschwanden von ihrer Liste, da die Entwicklung überall schon so weit fortgeschritten war, dass das Chaos, das sie kannten, sich dort wiederholen würde. Doch nach vielen Generationen entdeckten sie schließlich einen Planeten, der ihrem Wunsch entsprochen hätte. Eine Welt, in der sie im Einklang mit der Natur existieren konnten. Von Anfang an stand fest, dass Luxus- und Statussymbole in ihrer Gemeinschaft keinen Platz hatten.
In Aquarius zählte der Beitrag zur Gemeinschaft mehr als Reichtum oder Privilegien. Diese Philosophie prägte ihr Zusammenleben nachhaltig. Auf diesem neuen Planeten entwickelten die Aquatis eine innovative Technik, die auf der Biologie der heimischen Pflanzen und Tiere basierte. Die riesigen Fischschwärme benötigten ausreichend Nahrung und das heimische Plankton erzeugte bei konzentrierter Haltung elektrische Spannung. So verwandelten sich die Futterstationen der Fischschwärme in energieproduzierende Anlagen, die mit der Natur im Einklang standen. Während die meisten luftlebenden Spezies nicht die profundesten Tiefen erreichen konnten, in denen die Aquatis und Aquarianer sich wohlfühlten, konnten sich die beiden Spezies ganz ohne äußere Einflüsse und beschleunigte Entwicklung entfalten. Technologisch übertreffen die Bewohner von Aquarius zahlreiche andere Raumfahrtspezies, denn ihre Errungenschaften sind so gestaltet, dass sie sich nahtlos in das biologische Gefüge ihres Planeten einfügen, ganz ohne Schaden anzurichten. Der Planet Valeris, einst ein blühendes Paradies mit einem kühlenden Klima und majestätischen Gletschern, ist nun nur noch ein Schatten seiner selbst. Die ehemaligen lebhaften Städte sind zu gespenstischen Ruinen geworden, gefangen in einem ewigen Dämmerlicht, während die schimmernden Eiskappen über den Jahren geschmolzen und zu trüben Wassern geworden sind. Doch was die bunten Mythen und nostalgischen Geschichten nicht enthüllen, ist das düstere Geheimnis, das unter der trüben Oberfläche lauert. Tief im unerforschten Abgrund des verfluchten Meeres ruht ein Artefakt, geboren aus einer Zeit, die niemand mehr kennt. Ein Relikt, das die Zivilisationen von Valeris in den Abgrund stürzte. Niemand kann sich an die Stunde erinnern, in der der Schrecken seinen Lauf nahm und das Gedächtnis der Welt hat sich in Nebel gehüllt. Die Legenden erzählen von Helden und Dämonen, von katastrophalen Fluten und unerbittlichen Stürmen, die den Untergang des Planeten besiegelten. Doch welche dieser grausamen Narrationen spiegelt die bittere Wahrheit wider? In den Tiefen der Nacht wird das Flüstern über Valeris lebendig. Alte Seelen, gefangen zwischen den Welten, ziehen die mutigen Phantasten in ihren Bann und nur die Furchtlosen wagen es, sich den Geheimnissen des Wassers zu nähern. Wer wird das Dunkel enthüllen und wer wird im Schatten bleiben? Ein unergründliches Rätsel, das in den Strömungen verborgen liegt und das nur darauf wartet, von denen entdeckt zu werden, die den Mut besitzen, den Abgrund zu erfahren. Valeris, der gefallene Stern, birgt die Antwort, doch die Kosten dafür sind unvorstellbar. Miss Vergo, nachdem Sie Aurel und die Besatzung des kleinen Schiffs gerettet haben, wird Ihnen Quanta die ungefähren Koordinaten eines Artefakts geben. Leider sind unsere Informationen dieses Mal sehr dürftig. Dies waren die Worte des Admirals an Vivian, kurz bevor sich jeder an seine Aufgabe machte, Zora unschädlich zu machen. Jetzt war es an der Zeit, das Geheimnis preiszugeben. Quanta trat neben Vivian. Captain, es sind sehr alte und ungenaue Koordinaten. Sie geben eine Position ins Sektor RAKD 73228 an. Der Planet lag vor etwa 300 Dorsek im äußeren Grenzbereich der habitablen Zone. Durch aggressiven Bergbau verändert sich das stabile Klima des Planeten.
Ich empfehle deswegen, verschiedene Handelsposten anzufliegen, um mögliche Informationen zu bekommen. Danke, Quanta. Sisch, wir nehmen neuen Kurs auf Sektor RAKD 73228. Captain, der Kurs liegt an. Da die Dakor ein wirkliches Schwarmschiff ist, besitzt sie natürlich auch die übliche Sprunggeschwindigkeit des Schwarms. Dennoch benötigt die Dakor mehrere Tage bis zum ersten Handelsposten. Die Informationen sind dürftig, sie bringen Vivian lediglich bis zum nächsten Handelsposten. Auch beim nächsten Handelsposten sind die Informationen, die Vivian bekommt, nur sehr vage. Mit geringen Erwartungen begibt sich Vivian zum Handelsposten auf Worg, doch dieses Mal... Man sagte mir auf dem Handelsposten Satal, dass du möglicherweise etwas weißt über das Artefakt Pharosh. Ich rate dir, lass die Finger davon. Es sind schon zu viele auf der Suche nach diesem Ding ins Verderben geraten. Du bist nicht die Erste, die danach fragt und nicht wiederkommt. Das ist mir bewusst, dass ich nicht die Erste bin. Es ist aber auch nicht mein erstes Artefakt, das ich suche, finde und berge. Jedes Artefakt zu suchen und zu finden ist gefährlich. Also erzähle mir, was du darüber weißt. Merke dir, ich habe dich gewarnt. Gerüchte besagen, dass im Sonnensystem des Brock ein Eisplanet dieses Artefakt beherbergt. Du weißt nicht zufällig, wie er heißt und welche Umlaufbahn er hat. Der Planet heißt Valeris. Er ist vom äußeren Rand der habitablen Zone an den Rand der inneren Zone gewandert. Warum das so ist, weiß keiner. Doch aus dem Eisplaneten wurde ein Wasserplanet. Lass mich raten. Jetzt ist das Artefakt an der tiefsten Stelle. Richtig. Keiner schafft es mehr, dorthin zu gelangen. Ich danke dir. Du hast uns sehr weitergeholfen. Hier ist deine versprochene Belohnung. Danke. Ich hoffe, du gehst nicht dabei drauf. Es wäre schade. Bis zum Planeten Valeris war es noch ein weiter Weg. Zur gleichen Zeit auf dem Kristallschiff. Was ist passiert, Talia? Die Zwillinge haben sich einen schnellen Kreuzer repliziert und sind jetzt auf dem Weg zu Nox. Ihr seid zu siebt und ihr konntet das nicht verhindern? Ich glaube, du vergisst da etwas. Unsere Töchter haben auch deine Gene, Henry. Du weißt ganz genau, wenn sie nicht wollen, dass wir etwas merken, manipulieren sie uns. Du musst unbedingt mit ihnen darüber reden. Du hast ja recht, Talia. War das Schiff schon voll einsatzbereit? Wenn du wissen willst, ob die volle Besatzung schon auf dem Schiff war, ja, das Schiff war voll einsatzbereit. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Du hast ja recht, ich muss mit den zwei Damen ein längst überfälliges Gespräch führen. Ja, tut das bitte und pass auf unsere Kinder auf. Aura, wir ändern den Kurs. Spürst du das? Ja, Paps ist unterwegs. Dann hat Mom den Köder doch nicht geschluckt. Ich hab's dir gleich gesagt. Ich denke nicht, dass Paps uns ernsthaft etwas tut. Bis auf den Plasma-Injektor. Da war er richtig sauer. Ich bin immer noch der Meinung, er hat damals überreagiert. Seine Präsenz kommt unheimlich schnell näher. Oh oh, er kommt mit dem Kristallschiff. Ich bin in 200 Parsec bei euch. Dann werden wir uns über die Beeinflussung eurer Mutter unterhalten müssen. Ich habe mehrfach gesagt, wenn ihr das tut, macht es so, dass sie es nicht merkt. Wie hätten wir das denn machen sollen? Nachdem wir den schnellen Kreuzer repliziert hatten, ist es so oder so aufgefallen. Ihr hättet eurer Mutter ja die Idee geben können, dass ihr in unserem Sektor Patrouille fliegen sollt. Aber nein, ihr müsst ja wieder mit eurem Kopf durch die Wand. Wir sehen uns. Uff, so richtig sauer ist er aber nicht. Bin ich froh. Captain, im Orbit des Planeten Valeris sind drei schwer bewaffnete Schiffe. Ich empfehle Ihnen, auf vollen taktischen Zustand zu gehen. Quanta, ich bin mit eurer Terminologie noch nicht ganz vertraut. Was bedeutet voller taktischer Zustand? Dass das gesamte Schiff zeitlich und in der Phase verschoben ist. Dadurch ist das Schiff unverwundbar und absolut nicht auf den Scanner der fremden Schiffe zu erfassen.
Dieser Zustand bedeutet aber auch, dass die gesamte Flotte darüber informiert wird. Wow. Auf dem schnellen Kreuzer der Zwillinge wird natürlich ebenfalls der volle taktische Zustand der Dakor bekannt. Wohl wissend, was jetzt zu Hause auf Durox für Vorbereitungen getroffen werden. Vor allen Dingen wissen sie, wie ihre Mutter und ihre Tanten reagieren werden. Auf Durox bei den Autreska. Henry hat seine liebe Mühe, einen Notstart der gesamten Flotte zu verhindern, was ihm glücklicherweise nach langen Erklärungen gelingt. Die Dakor kommt unbemerkt beim Planeten Valeris an und kurze Zeit später ebenfalls unbemerkt der schnelle Kreuzer der Zwillinge. Quanta, was sagen die Scans über die Schiffe? Die Schiffe sind für ihre Größe extrem schwer bewaffnet. Über den Charakter der Besatzung kann ich nichts sagen. Diese Spezies ist mir unbekannt. Ihre körperliche Spezifikation, sie sind Insektoid, legt den Schluss nahe, dass sie aggressiv sind. Legt man Ameisen spezifisches Verhalten als charakterliche Eigenschaft zugrunde, befinden sie sich gerade auf Beutezug. Dann gehen wir genau davon aus. Da wir jetzt im Orbit sind, was sagen unsere Scans über die geologische Geschichte des Planeten aus? Captain, ich kann in großer Tiefe inaktive technische Anlagen feststellen. Was für ein Suchmuster verwenden wir? Die meisten Artefakte, die wir kennen, sind entweder aus Metall oder einer Mischung aus Metall und Kristall. Ich scanne nach Unterschieden in der Materialzusammensetzung der vorhandenen Metalllegierungen. Captain, die Suche wird einige Zeit dauern. In Ordnung. Ich bin in meinem Raum. Auf dem Weg zu ihrem Quartier wird Vivian jäh unterbrochen. Urplötzlich steht der Admiral mit zwei Frauen vor Vivian. In der Zwischenzeit kennt sie ihn gut genug, um zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Miss Vergo. Sie sind die Einzige, die in der Lage ist, mir aus einer persönlichen, misslichen Lage zu helfen. Diese beiden Damen hier, meine Töchter Serafina und Aurora, benehmen sich in regelmäßigen Abständen sehr ungebührlich. Dazu müssen Sie wissen, Sie haben, wie Sie unschwer erkennen können, die körperliche Kraft Ihrer Mutter und die mentalen Kräfte Ihres Vaters geerbt. Nur ein Kelorianer ist in der Lage, körperlich sowie mental Ihnen zu widerstehen. Wie stellen Sie sich das vor? Bin ich jetzt das Kindermädchen für Ihre beiden Töchter? Ich dachte eher an dieselbe Rolle, die Raynox in ihrem Leben innehatte. Er war in der Lage, aus ihnen das zu machen, was sie heute sind. Ich bitte Sie, sind Sie das bitte auch für diese beiden Engel hier? Vivian hatte sich bis zu dem Moment, als der Name von Raynox fiel, mit allen Fasern ihres Körpers dagegen gesträubt. Sie war immer noch nicht begeistert davon, das Kindermädchen für die beiden zu sein. Aber die Stimme des Admirals war weicher, als sie ihn kannte. Etwas sagte ihr, dass er wirklich darum bat, dass sie ihm half. In Ordnung, ich helfe Ihnen. Serafina und Aurora, ihr werdet das tun, was Miss Vergo zu euch sagt. Sie lässt sich telepathisch nicht beeinflussen, selbst ich bin dazu nicht in der Lage. Des Weiteren ist sie euch körperlich ebenfalls überlegen. Ihr werdet bei ihr eine wertvolle Lektion in Gehorsam bekommen. Ihr müsst endlich lernen, dass nur weil ihr es könnt, es auch tut, der falsche Weg ist. Papst, das kannst du nicht machen. Und ob ich das kann, selbst eure Mutter und eure Tanten sind damit einverstanden. Wir sehen uns, Miss Vergo. Papst, lasst uns das Beste aus der Situation machen. Eure Eltern sind davon dermaßen überzeugt, dass wir drei nur eine Möglichkeit haben. Nämlich ihnen zu zeigen, dass ihr euch geändert habt. Im Moment ändert sich nur für euch etwas. Beweist, dass ihr euch benehmen könnt. Mehr erwarte ich von euch für den Moment nicht. Wir sind zur Hälfte Autreska und zur Hälfte Telepathen. Das tut mir leid für euch. Ich bin zu 100% Vivian. Mit all meinen Macken und Fehlern. Das Universum dreht sich nicht um euch. Ihr müsst erkennen, dass ihr ein Teil davon seid. Das erste Mal in ihrem Leben mussten die Zwillinge hinnehmen, dass ihr gegenüber nicht die Engelchen in ihnen sah, die sie so gerne vorgaben zu sein. Captain, ich halte es immer noch für eine schlechte Idee, dass Sie selber an der Bergung teilnehmen. Quanta, Jackson und ich werden uns das nicht nehmen lassen. Für diesen Nervenkitzel leben wir. Nun gut, dann hoffe ich, ich muss dem Admiral keine Katastrophe melden. Quanta, es wird schon schief gehen. Eben das befürchte ich. Vivian, mein Scanner sagt, wir sind genau über dem Artefakt. Wir werden langsam absteigen. Nox sagte zwar, der Anzug wird es aushalten. Aber er steckt nicht im Anzug. Ich vertraue ihm. Er macht auf mich keinen leichtsinnigen Eindruck. Wie lange schätzt du, liegt das Artefakt unter Wasser? Mehrere hundert Dorsek bestimmt. Es wird bestimmt im Schlamm versunken sein. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht zappen.
Ich werde mit den Antriebsdüsen einen Sog erzeugen. Dann müssten wir schnell etwas sehen können. Apropos sehen. Es wird immer dunkler. Wir sind nur noch 80 Klicks entfernt. Die technischen Anlagen sind gewaltig groß. Außerdem sind sie so sauber, sollten sie nicht überwachsen sein? Das wirkt auf mich, als wäre das Ganze erst vor kurzem untergegangen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier etwas gewaltig stinkt. Ich sehe das Artefakt. Da stimmt 100 pro etwas nicht. Quanta, ist das Shuttle bereit? Ja, Captain, wie Sie es angewiesen haben. Was hast du vor? Ich werde das Artefakt in ein Shuttle zeppen. Wir fassen es nicht an. Ganz so einfach war es jedoch nicht, wie sich Vivian das vorgestellt hatte. Das Artefakt zeigte keinerlei Reaktion, egal was die Cyborgs auch damit anstellten. Quanta war die Erste, die aussprach, was Vivian schon einige Zeit vermutete. Die Auswertung der Helmkameras legt den Schluss nahe, dass das Artefakt selbst dafür gesorgt hat, dass es gefunden wird. Ich weiß nicht, ob man von einer Intelligenz sprechen kann oder ob es nur rudimentäres Verhalten eines Gegenstands ist. Wobei dies allein schon ein Widerspruch in sich ist. So kommen wir doch nicht weiter. Ich sage, machen wir das Ding auf und sehen, was drin ist. Und in dem Augenblick zappte Serafina zusammen mit ihrer Schwester ins Shuttle. Aus einem Reflex heraus folgte ihnen Vivian im gleichen Moment. Kaum hatten sich die drei im Inneren des Shuttles materialisiert, veränderte sich die Realität. Das, was Vivian zu sehen bekam, erinnerte sie an den Palast ihrer Familie. Die Zwillinge wurden von dem Artefakt dermaßen beeinflusst, dass sie zu Boden sanken. Das ist wieder ein Beispiel eurer Gedankenlosigkeit. Aber dieses Mal habt ihr euch selbst in das Schlamassel gebracht. Vivian versuchte, sich und die Zwillinge zurück auf die Darkor zu zeppen. Doch außerhalb dieses Raumes war nichts. Es gab dort nur völlige Leere. Etwas versuchte Vivian, einen Gedanken einzupflanzen. Sie spürt es ganz genau, das Artefakt versuchte, sie zu beeinflussen. Sie sollte die Fenster öffnen, doch das Artefakt hatte die Rechnung ohne Vivians Willen gemacht. Sie widerstand. Es erklang eine körperlose Stimme. Du bist das erste Wesen, das mir widersteht. Selbst diese beiden Telepathen sind nicht in der Lage, sich gegen mich zu wehren. Was bist du? Falsche Frage. Sag mir erst, was du bist, wer du bist. Was ich bin? Auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Diese Frage hat noch niemand gestellt. Was ist deine Aufgabe? Die Versuchung, ich soll in Versuchung bringen. Dir ist schon klar, dass du ein ganzes Volk vernichtet hast. Sie gaben der Versuchung nach. Dann endet hier dein Spiel. Wie du selbst festgestellt hast, kommst du nicht weiter. Was ist deine Aufgabe, wenn du herausgefunden hast, dass es etwas gibt, das dir widersteht? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vivians Realität kehrte zurück. Aus dem Raum wurde wieder das Shuttle. Das Artefakt hatte aufgehört zu leuchten, die Zwillinge waren noch immer benommen. Vivian zappte mit den Zwillingen zurück auf die Darkor. Zur gleichen Zeit auf dem Planeten Aquarius. Warum ich dich habe kommen lassen? Unsere Späher-Sonden haben drei fremde Schiffe ausgemacht. Die Bauart ist uns nicht bekannt. Es dürften also Emporkömmlinge sein. Was schlägst du also vor? Wie gefährlich sind ihre Waffen für uns? Sie wären in der Lage, unsere Atmosphäre für viele Zeitalter zu verseuchen. Dann lasse die schwarzen Schiffe bereit machen. Ich denke, drei müssten reichen. In Ordnung. Dann habe ich noch etwas. Es muss nichts bedeuten, es war nur ein Nebeneffekt der Messungen. Du machst es jetzt aber spannend. Was hast du festgestellt?
Das Artefakt hat seine Position verändert. Ich kann es nicht mehr orten. Ich wusste gar nicht, dass es sich bewegen kann. Wo ist es jetzt? Nicht mehr auf Valeris. Ich habe sofort Aquarius gescannt. Nichts, kein Ergebnis. Es ist, wie wenn es spurlos verschwunden wäre. Verdreifach deine Scans. Wir wissen beide, wie schnell das Volk auf Valeris untergegangen ist. Die Aquatis Draga erhielt den Befehl, drei schwarze Schiffe zu starten. Die Insektoiden waren die einzigen Schiffe, die in der Nähe des Planeten Valeris zu finden waren. Weder die Aquatis noch die Insektoiden ahnten, dass sich zwei gewaltig größere Schiffe des Schwarms in der Umlaufbahn befanden. Die Aquatis forderten, dass das Artefakt sofort wieder im Meer versenkt werden sollte. Da die Insektoiden jedoch tatsächlich unschuldig waren, konnten sie das Artefakt nicht herausgeben und die Situation spitzte sich zu. Vivian befahl, die Schilde hochzufahren und beide Schwarmschiffe zu enttarnen. Weder die Aquatis noch die Insektoiden waren auf die Größe der beiden Schwarmschiffe vorbereitet. Die Zeit schien wie eingefroren. Während alle noch im Schockzustand waren, begab sich Vivian in die Verhandlungen. Wenn Sie meine Schiffe scannen, werden Sie feststellen, dass das Artefakt in einem kleinen Shuttle separat aufbewahrt wird. Ich bin mir der Gefährlichkeit des Artefakts durchaus bewusst. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Artefakt selbst nicht bösartig ist. Es hat lediglich die Fähigkeit, Versuchungen hervorzurufen. Dabei ist es sich der potenziellen Schäden, die es anrichten kann, nicht bewusst. Diese Worte ließen die Aquatis aufhorchen. Sie richteten ihre Forderung nun gegen die Darkor. Doch Vivian hatte einen besseren Vorschlag, als das Artefakt wieder im Meer zu versenken. Sie schlug vor, das Artefakt unter Geleitschutz der Aquatis im Zentralstern zu verbrennen. Dieser endgültigen Lösung stimmten die Aquatis etwas zögerlich zu. Allerdings hatten die Scans der Aquatis ergeben, dass sie in der Bewaffnung der Darkor unterlegen waren. Daher wurde Vivians Vorschlag zähneknirschend angenommen.